Ihre tägliche Andacht aus dem Buch Maranatha, der Herr kommt, geschrieben von Ellen G. White. Zeichen am Himmel. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe dann der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Joel 3, Vers 4. Nachdem Jesus in seinem Gespräch mit den Jüngern am Ölberg die lange Trübsalszeit der Gemeinde, die 1260 Jahre der Verfolgung durch das Papsttum, von der er versprochen hatte, sie würde verkürzt, geschildert hatte, erwähnte er bestimmte Ereignisse, die seiner Wiederkunft vorausgehen würden. Er nannte die Zeit, in der das erste dieser Zeichen beobachtet werden sollte. Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren. Matthäus 24, Vers 29. Die 1260 Tage oder Jahre endeten 1798. Ein Vierteljahrhundert früher hatte die Verfolgung fast völlig aufgehört. Nach dieser Verfolgungszeit sollte nach Worten Christi die Sonne verfinstert werden, und am 19. Mai 1780 erfüllte sich diese Prophezeiung. Als geheimnisvollsten und nicht erklärbares Phänomen steht der dunkle Tag vom 19. Mai 1780 in seiner Art einzigartig da. Eine völlig unerwartete Verfinsterung des ganzen sichtbaren Himmels und der Atmosphäre in Neuengland. Der starken Finsternis des Tages folgte ein, zwei Stunden vor dem Abend ein teilweise klarer Himmel, und die Sonne zeigte sich, wenn auch noch immer durch den schwarzen, schweren Dunst verdunkelt. Nach Sonnenuntergang nahm die Wolkenbildung wieder zu und es wurde sehr schnell dunkel. Doch die Dunkelheit der Nacht war nicht weniger ungewöhnlich und erschreckend als die des Tages. Obwohl es beinahe Vollmond war, konnte man keinen Gegenstand erkennen, wenn man nicht künstliches Licht zu Hilfe nahm. Die Schilderung dieses Geschehens von Augenzeugen ist nichts anderes als ein Echo der Worte des Herrn, die schon 2500 Jahre vor ihrer Erfüllung vom Propheten Joel niedergeschrieben wurden. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Christus hat sein Volk gebeten, auf die Zeichen seiner Wiederkunft zu achten und sich zu freuen, wenn sie die Zeichen ihres kommenden Königs sehen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Gott mit uns.